Der schmeckt katastrophal. Das war jetzt ein gewaltiger Fehler. Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich schwöre es euch, ich bin so was von nervös, weil ich zeige es euch jetzt einfach mal direkt. Wir haben hier einen Haufen Essen, Freunde. Oh yes. Jakob ist heute mal mit dabei, kennt ihr wahrscheinlich aus einigen Videos von Paul schon. Ein guter Esser und genau sowas brauche ich heute an meiner Seite, weil wir werden heute eine Challenge machen. Und zwar eine Stunde haben wir Zeit und wir werden uns ein bisschen matchen. Sozusagen, es wird im Endeffekt darum gehen, wer mehr isst. Leute, mal schauen, wer gewinnen wird. Es ist schon aufs Blatt geschrieben, aber wir werden sehen, wer weiß. Auf jeden Fall geht es darum, wir werden uns jetzt mal abwiegen. Ich habe extra meine Waage hier mitgenommen, weil im Endeffekt geht es dann darum, wer nach dieser einen Stunde mehr zugenommen hat. Also Jakob, ich würde dich bitten, stell dich mal auf die Waage. 112,2. Hallo. Ich stelle mich jetzt da mal drauf. 82,1. Wir haben uns jetzt ready gemacht. Jakob und mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. So ist das ist geistesgestört. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal kurz ein kleines Review machen, was wir uns überhaupt alles gekauft haben. Also erstmal, wir haben uns zwei Pizzen gekauft. Die können wir jetzt nicht hochheben, aber habt ihr im Thumbnail gesehen und vorhin, ich habe ein bisschen abgefüllt. Was wir die hochheben, ja, okay, heben wir es ein bisschen hoch. Ja. Ich habe eine Salami Mais. Jakob hat... bisschen für die Proteine Thunfisch und... Schinken, Mais. Wir haben 6 Semmeln, oder? Haben wir? 6 Käse-Leberkäse-Semmeln. Käse-Leberkäse-Semmeln für die Deutschen. Dann haben wir mal ordentlich so Riegel, Bueno, Kinderriegel, Lachgummi haben wir auch. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Glykogen Saving at its best. Genau. Dann Prinzenrollen haben wir. McFlurry habe ich mir auch noch geholt, weil Maggie waren wir auch noch. Haben wir da noch einen Big Mac, was mittlerweile, glaube ich, alles schon kalt ist. Aber Shrimps gibt es, ja. Shrimps haben wir auch. Die besten Shrimps. 20er Nuggets. Fettriegel. Warum haben wir Milch eigentlich gekauft? Ah ja, für die Cookies, genau. Für die Schokolade. Snickers haben wir auch noch. Fürs Trinken haben wir jetzt nicht irgendwie einen Softdrink oder so, sondern einfach nur 1,5 Liter Wasser. Und ja, Freunde. McChicken gibt's auch noch. Genau. McChicken haben wir auch noch. Haben wir irgendwas vergessen? Zweimal Pommes haben wir auch. Cheeseburger haben wir noch. Genau, Cheeseburger. Double Cheeseburger. Zwei große Pommes. Aber da sehe ich nur einen. Ach, die Verräter von McDonalds. Ja, wer kennt's, Leute? Kommentiert's mal bitte. Bei Maggie immer irgendwas vergessen. Sehr sauer. Alter, mein Magen knurrt. Was man dazu sagen muss, wir haben nichts gegessen heute. Ich habe einen Yam-Yam-Bar gegessen, Freunde. Werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich sag's euch, geistesgestört. Was hast du gegessen? Zwei Shakes und eine Semmel. Also, lächerlich. Also, Leute, könnt euch vorstellen, was wir für einen Hunger haben. Also, ich würde sagen, wir starten mal direkt rein, aber wir sollten noch vielleicht einen Timer aufstellen, weil das Ganze, wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Zack, liebe so. Freunde der Blasmusik, okay, das, da. Das ist die Uhr der Wahrheit. Ich hoffe mal, dass an der Stelle der Fokus von der Kamera stimmt. Siehst du das? Leute. Wir sind scharf. Das ist ein Satz mit nichts gewesen. Paul und er haben schon mal eine Challenge gemacht. Wie viele Pizzen habt ihr gegessen? Zu zweit? 5 Losteria-Pizzen haben wir gegessen. Okay, für alle, die sind nicht keine Losteria-Pizzen, die sind wirklich riesig. Das heißt, boah, 25 Minuten habe ich gesagt. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob du nach dem ganzen hier gesättigter rausgehen willst. Ja, 6 Käse-Leberkäse-Semmeln. Gesättigt wie Sau. Okay, Freunde, wir haben Struggles da mit dem Timer, das anzumachen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal, ich glaube, wir haben schon mal kurz schauen, wir können das nicht irgendwie einstellen, dass der Bildschirm nicht ausgeht. Wir haben jetzt 11 Minuten 14, ich hoffe, man sieht das. Wenn nicht, Freunde, dann sage ich es euch, 11 Minuten 20 jetzt. Der schmeckt katastrophal.
Das schmeckt wirklich eklig. Und noch nie kalt war. Danke, Nadja. Das ist so, der Scheiß geht dann auch. Ich hab zu schnell gegessen. Du kennst das, wenn du keine Luft kriegst, oben in der Brust. Richtig, das ist aber, weil das Staub trocken ist. Mich zerlegt es gerade. Wenn der im Feuerzeug einmal dran fackelst, brennt es wie zu Silvester. Ja, wir müssen aber eigentlich ja nicht die ganze Zeit durchgehen essen. Wir können jetzt einmal kurz auch Pause machen, sag ich mal, 10 Minuten. Richtig. Um den Guster wieder ein bisschen anzutreiben, beziehungsweise einfach mal wieder ein bisschen... Da kann ich dir aber eins versprechen, der wird nicht wieder kommen. Besser, Leute. Ich würde sagen, wir wiegen uns jetzt einfach mal, aber davor exen wir das jetzt noch, ohne Widerrede. Boah, ich kack mich an, Alter. Wie kannst du das jetzt so exen? Steht. So. Das war jetzt ein gewaltiger Fehler. Das gibt's nicht. Okay, jetzt geht's. Jetzt geht's auf die Waage. 114,9. Einmal bitte merken. 85,5. Also, 85,5. Jakob, wie viel war es bei dir? 114,9. Das heißt, wir schauen jetzt mal kurz, ich habe mir aufgeschrieben, ich vor lauter Essen habe ich schon wieder vergessen. Du hattest 112,2. Wir runden jetzt einfach mal auf. 112 auf 115, 3 Kilo. 83, auf wie viel hatte ich nochmal? Okay, Jakob meint 85,5 hatte ich. Das heißt, du hast gewonnen. Okay, Freunde, es wird Zeit, an der Stelle das Video beenden. Die Challenge geht auf jeden Fall an Jakob und deswegen hat er jetzt gewonnen. Habe ich am Anfang nicht gesagt. Ich habe jetzt einen Tanktop mitgegeben, beziehungsweise ich hatte es eben mit. Haben das jetzt als Überraschung sozusagen gegeben. Mit dir an meiner Seite, Pauli. Genau, damit Pauli auch immer bei ihm ist. True no friends. Way, Haselnut Cream habe ich ihm auch mitgebracht. Könnt ihr alles unten in der Videobeschreibung abchecken. Und ja, Freunde. Ich werde auf jeden Fall jetzt zu Hause nichts mehr essen, habe ich glaube ich schon oft genug gesagt. Deshalb glaube ich, auf jeden Fall, Freunde, Jakob hat gewonnen. Wie viel waren es jetzt im Insgesamten? 3 Kilo hattest du mehr? Nicht, ich glaube 2,7. Du hast 100, 112, sowas warst du am Anfang mit 115. 114. Ihr habt das eh im Video gesehen, Leute, wir sind so durcheinander, wir wissen es leider nicht mehr genau. Ich war so 82, jetzt dann 85 oder so, halt Freunde. Habt das eh im Video gesehen, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Für mehr Freunde, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr mehr mit Jakob sehen wollt, wenn ihr mehr Essens-Challenges sehen wollt, auch vielleicht zu dritt mal mit Paul, bei ihm in Berlin, weil er zieht er jetzt nach Berlin. Da geht's abwärts, ja. Da wird's heftige Videos kommen, das verspreche ich euch, Freunde. Wir sind hier mit raus, Leute. Checkt alles ab. Insta von Jakob. Von mir, Leute. Danke auf jeden Fall für den Support. Uns ist kotzen übel. Wir gehen jetzt erstmal heim. Hoffentlich nicht kotzen. Also, Leute. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.